Moderatoren müssen ja immer seriös sein, Korrespondenten sowieso. Deswegen habe ich auch am Strand natürlich mein Jackett an. Aber um Ihnen zu zeigen, dass so ein bisschen Urlaubsstimmung da auch sein darf, habe ich zumindest heute mal die Sonnenbrille angezogen. Ich melde mich vom Strand aus Weber. Weber, das ist ein kleines Ostseebad, hat normalerweise 3.800 Einwohner. Jetzt gucken Sie mal, im Moment, jetzt im August, Hauptferienmonat, sind hier 80.000 Touristen. Das ist so richtig Individualtourismus, wie man sich den nur vorstellt. Wunderschön, wenn man hier 2 Quadratmeter Platz hat. Jetzt gehen wir einfach mal eine Etage tiefer. Das hier ist der Strand. Jetzt gucken Sie mal, herrlicher weißer Sand. Und doch hat Weber ein Luxusproblem. Die wollen nämlich diesen Sand loswerden. Sie haben zu viel davon. Und was machen sie? Sie verschenken diesen Sand. 10.000 Tonnen. Sie zu Hause können den haben für Ihren Sandkasten, für Ihre Beachbar auf Ihrer Terrasse. Hier in der Touristeninformation von Weber kann man schon ganz genau sehen, Sand ist das große Potenzial dieses Ostseebades. Hier haben wir eine große Luftaufnahme und da kann man erkennen, wie lang diese Strände von Weber eigentlich sind. Insgesamt einer der längsten Strände Polens, 8 Kilometer. Und jeder Tourist, der hier reinkommt in die Touristeninformation, der bekommt ein kleines Geschenk und so ein Giveaway sozusagen. Und das ist hier im Körbchen schon drin und hat natürlich auch was mit dem Sand zu tun. Es ist ein kleines Reagenzglas. Es ist eine Probe des weißen Meeressandes. Und hier bekommt der Tourist schon gesagt, Sie können den Sand mit nach Hause nehmen. Wir schenken ihn Ihnen. Fahren Sie einfach zum Weststrand am Yachthafen. Da können Sie den Strand, da können Sie den Sand gleich in den Kofferraum kippen. Der eigentliche Grund, warum in Weber der Sand verschenkt wird, sind die Fischer von Weber. Die haben nämlich die meisten Probleme mit dem Sand. Die können mit ihren Booten nicht rausfahren und so gibt es dann manchen Tag nur Netzpflege und sonst gar nichts. Der Sand verstopft die Hafeneinfahrt, er verstopft die Hafenausfahrt, dann geht gar nichts mehr. Dann muss mehrfach im Jahr ein Spezialschiff kommen und muss dafür sorgen, dass der Sand sozusagen rausgespült wird. Der wird dann an den Strand gebracht und da stört er wieder die Touristen, weil effektiv zu viel Sand vorhanden ist. Und da gibt es nur eine einzige Möglichkeit, weg damit, am besten verschenken, am besten sie erbarmen sich und nehmen auch ein paar Kilo mit. Also Wind gibt es hier wirklich mehr als genug. Wir sind in der polnischen Sahara und hier können Sie mal sehen, was passiert, wenn man nichts gegen den Sand unternimmt. Hier gibt es bis zu 42 Meter hohe Strandsanddünen. Die einzigen in Europa übrigens. Ganz schön steil, Touristenattraktion, inzwischen ein Naturschutzgebiet. Hier kommen sehr viele Menschen hin und die Dünen, die wandern wirklich bis zu 10 Meter im Jahr. Weber ist 2 Kilometer weg. In 300, 400 Jahren gibt es die Stadt also überhaupt nicht mehr. Das Meer ist nah und das Meer hier ist auch das Problem. Das Meer bringt nämlich das ganze Jahr über den Sand hier an den Strand herein. Und wenn Sie jetzt denken, naja, vielleicht übertreiben die Leute da ein bisschen, dann sage ich Ihnen, vor ein paar Jahren haben sie einen 2 Meter hohen Zaun gebaut zum Schutz gegen den Sand. Also einen Zaun, der höher ist, als ich groß bin. Und hier an dieser Stelle, deshalb stehen wir hier, kann man wunderbar sehen, was von diesem Zaun übrig geblieben ist, nämlich eigentlich gar nichts. Sie sehen, der Sand hat fast die oberen Spitzen der Latten erreicht. Der Sand hatte eine gewaltige Wirkung. Er hat nämlich diesen Zaun umgeworfen und der Sand hat eine Kraft entwickelt, die man ihm eigentlich gar nicht zutraut. Dieser Zaun ist als solcher kaum noch zu erkennen. Dieser Zaun existiert eigentlich nicht mehr. Hier in der Mitte gibt es eine Stelle, wo die Zaunlatten noch so ein bisschen mehr da rauskommen und wo man wirklich mal denken kann, ja, das war mal ein Zaun, jetzt ist es garantiert keiner mehr. Also, der Sand ist gewaltig, der Sand ist wunderschön, wenn es darum geht, einen schönen Sandstrand zu haben. Aber ich kann die Leute verstehen, dass sie sagen, den Sand wollen wir loswerden. So, am Ende des Tages haben wir den richtigen Strand gefunden. Das ist der Weststrand. Hier können wir uns kostenlos Sand abholen und hier gibt es wirklich jede Menge davon. Sand in puren Mengen. Hier kann jeder vorfahren und den Sand einfach abholen. Und einen haben wir gefunden, der das gerade tut. Das ist Tanisław. Der hat mir gerade erzählt, er holt den Sand, weil er möchte seinen Enkeln zu Hause
einen Sandkasten bauen und er ist heilfroh, dass er hier kostenlos Sand bekommt und ein paar Euro auf diese Art und Weise sparen kann. Sie merken schon, liebe Zuschauer, das ist wirklich ernst gemeint. Das ist der Aufruf von Sylt bis Garmisch-Partenkirchen. Hier auf Weber bekommen Sie kostenlos Sand. Bis zur Größe eines Kipplasters können Sie einfach vorfahren und den Sand mitnehmen. Wenn Sie mehr brauchen, dann müssen Sie einen formlosen Antrag stellen, aber der wird garantiert auch bewilligt. Vielleicht sprechen Sie mal den Bürgermeister in Ihrer Heimatgemeinde an. Vielleicht hat der Lust, in der Fußgängerzone Ihrer Heimatstadt eine Beachvolleyballzone einzurichten. Hier gibt es kostenlos Sand. Merken Sie sich einfach die Stadt. Wir sind in Weber. Das ist meiner Ansicht nach wirklich der Tipp des Tages. So, die Flut kommt so allmählich. Jetzt ist es nach 19 Uhr und jetzt habe ich endlich das, was ich die ganze Zeit schon wollte. Gucken Sie mal, einen fast menschenleeren Strand. Da sind gerade noch ein paar Spaziergänger unterwegs, aber baden tut jetzt wirklich niemand mehr. Ich habe diese herrliche Gegend sozusagen fast für mich alleine. Die Kinder, die haben den ganzen Nachmittag an dieser riesigen Sandburg gearbeitet und das haben sie ziemlich schön hingekriegt, finde ich. Und ich habe beschlossen, am Ende des Tages, mein Gott, ein bisschen Sand mitnehmen. Das können wir jetzt auch. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht so richtig, was ich damit soll, aber erstens ist es kostenlos und zweitens, ich werde es auf der Terrasse im ARD-Studio ausbreiten. Dann haben wir das ganze Jahr über so ein paar Urlaubsgefühle da. Wenn Sie Sand brauchen, Sie wissen, wo es den gibt. Tschüss, auf Wiedersehen.